Oh, moin Freunde, Metallverordnung, und herzlich willkommen hier wieder in Harry Schmiede. Ja, heute geht's hier weiter wieder an der MZ. Dann erzähle ich euch noch, was ich noch für ein cooles neues Projekt bald angehen werde. Ja, herzlich willkommen nochmal an die neuen Abonnenten. Sind ja wieder einige dazugekommen. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich hatte ja mal gesagt, bei 100 Abonnenten verlose ich was. Und was haltet ihr denn von mir geschmiedeten Hammer und Zange? Ja, das werde ich zwar erst irgendwie Mitte des Jahres schaffen, oder ja gut, vielleicht demnächst werde ich wahrscheinlich schon umziehen in die neue Schmiede. Da haben wir jetzt den Fußboden fertig gemacht und dann werde ich die Schmiede auch schon mit rübernehmen, die Esse. Und genau, ja, dann werde ich da mal einen Hammer schmieden und eine Zange und die werde ich dann verlosen. Genau, könnt ihr mal sagen, ob euch das gefällt oder, wie gesagt, ich hatte es ja mal gesagt, dass ich mal was verlosen will bei 100 Abonnenten, weil ich mich da so gefreut hatte. Jetzt sind es ja schon fast 200. Das ist natürlich für die Neuen dann wieder, ja, ist halt so. Genau. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen? Egal, fällt mir nicht ein. Ja, dann mache ich noch kurz schnell, schweiße ich mir nochmal für meine Arbeitsklamotten einen Halter. Eine Garderobenstange sozusagen. Allerdings kommt die in den Heizungsraum, die sieht denn keiner, deswegen mache ich die nicht so schön. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt noch schnell und dann werde ich heute die MZ so weit zerlegen, was ich da nicht mehr ran haben will. Dann werde ich das so weit erstmal zusammenlassen. Also ich werde die jetzt so wie sie ist zusammenlassen, aber ich werde jetzt die Lampe nochmal abbauen, weil die will ich nicht haben. Unten die hinteren Fußrasten hier, die werde ich abtrennen, weil das ja ein Einzelsitzer wird. Den Kettenkasten hier, den will ich abbauen, der gefällt mir auch nicht. Und dann werde ich anfangen, einen Tank zu modellieren. Ja, und einen Sitz. Und ich werde natürlich auch ein Schutzblech bauen fürs Hinterrad. Das werde ich allerdings an die Schwinge ran machen, dass es mitschwingt, dass ich das richtig flach auf dem Reifen drauf machen kann. Ja, aber das denke ich mal in den folgenden Videos. Ja, und dann könnt ihr mal sagen, was ihr sehen wollt. Also ich habe ja ein paar Projekte eigentlich am Laufen. Also die MZ, der Schmiedehammer ist ja auch noch nicht fertig. Und wie gesagt, das neue Projekt, was ich anfangen will, da würde es mich mal interessieren, was euch am besten gefällt, ob ich erstmal ein Projekt fertig machen soll oder immer mal das und mal das, damit es nicht so langweilig wird. Und ja, ich werde in diesem Video wahrscheinlich, also werde ich ein paar Sequenzen von der neuen Schmiede einblenden. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles sehen. So, fange ich erstmal an. Ja, ein paar kleine Schweißnähte, kleine Heftnähte. Ja, was ist das? Das wird jetzt, das schraubt bei mir im Heizungsraum, kommt das an der Wand und dann kann ich da meine Arbeitsklamotten aufhängen. Ja, weil ich die momentan halt, also den Anzug hier zum Beispiel oder meine Schnittschutzhose, die ist recht schwer und hat ein paar Arbeitsjacken, die hängen bei mir im Heizungsraum. Ja, hängen tun sie jetzt noch nicht, die liegen da immer kreuz und quer. Hinter der Heizung habe ich so eine kleine Ecke, da kommt das Ding jetzt hin und dann kann ich endlich mal meine Arbeitsklamotten vernünftig aufhängen. So, das mal kurz am Rande.
Untertan Abraham wird so sein. Hier ist er, dass diese Unterlinie, die soll auf einer Ebene, also die soll gerade werden. Dafür werde ich wahrscheinlich hier die Rohre kürzen lassen. Allerdings muss ich da bei beiden Reifen erstmal Luft aufpumpen, dass die dann auch dass die aufgepumpt sind, dass es vernünftig steht. Aber ihr seht ja, das steht noch ein bisschen hoch. Und ja, deswegen, damit das runterkommt, ein bisschen cooler aussieht, werde ich die wahrscheinlich kürzen hier, die Federbeine. Ja, hier waren die Originale ja nach oben. Die werde ich jetzt von hier nach hier machen. Also von dem Aufnahmepunkt an der Schwinge werde ich mir hier Adapterbleche bauen. Weil wie gesagt, die Fußrasten werde ich hier abtrennen, das ist nicht baulich, das ist für den TÜV egal. Genau. Oder bin ich noch überlegen, ob ich da einen Stahlrahmen draus mache, also feste Verstrebung, oder mir da andere Federn besorgt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, der Sitz soll irgendwo hier drankommen und ich werde wahrscheinlich, die Bremse und die Schaltmechanismus werde ich mir mit dem Gestänge nach weiter vorne bauen, damit man nicht zu weit hinten auf dem Reifen sitzt. Aber das muss ich alles sehen, wie das wird. Das müsst ihr euch mal angucken. Hier wurde das schon sehr stümperhaft geschweißt. Aber hier wurde auch schon geschweißt, ganz schlecht. Naja, die kommen eh ab. Die Lampe ist mir eh zu groß. Ja, Tacho will ich zwar einen mit Zeiger, aber einen anderen. Und ja, ich will den Tank machen, dass ich dann den Tacho, vielleicht auch ein Drehzahlmesser im Tank reinbaue. Gucken. Oh, Kabel schien auch schon ab zu sein. So wie das aussieht hier. Ist das nicht frisch abgerissen? Ah. So, ich mache jetzt einen müden Eincheck. Die kommen ab hier. Ich habe jetzt doch nicht mehr so viel geschafft, weil ich noch wieder ein bisschen von der Arbeit abgehalten wurde. Also ein bisschen von heute mal von mehreren Leuten ein bisschen Besuch bekommen. Und ja, ich habe jetzt hier die Lampe abgebaut. Hier sind normalerweise die Rohre für die Lampenhalter dran gewesen. Ich werde die große Lampe nicht mehr nehmen, da werde ich eine kleinere Lampe mir besorgen. Ja, hier ist natürlich jetzt sehr wenig Platz, das kommt noch wieder einen Tick höher. Ich habe jetzt erstmal, weil ich die Federn schon rausgenommen hatte, ich hatte die schon einmal auseinander. Hier hatte ich jetzt erstmal Holz zwischengelegt, damit das ungefähr jetzt alles von der Höhe so passt. Also mir gefällt das jetzt hier unten schon ganz gut mit der Unterlinie. Hier muss ich natürlich nächstes Mal nochmal Luft drauf pumpen, dass es dann wirklich auch die richtige Höhe hat. Hier nochmal den Abstand einen kleinen Tick höher werde ich da nochmal machen. Hier habe ich mir jetzt erstmal eine feste Strebe reingeschraubt, dass ich hier den Abstand, dass das alles so passt. Da werde ich mir, also denke ich mal, keinen Festrahmen von machen. Ich werde mir da entsprechende Federn besorgen. Genau. Mit dem Schutzblech hier, das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Lampe. Kennzeichenträger kommt dann auf der anderen Seite an der Seite. Und ja, ich denke mal, nächstes Mal werde ich dann mit dem Tank anfangen. Werde ich die Gummis wieder reinmachen und den Tank anfangen schon mal. Ich werde mir die Woche dann wieder Gedanken machen. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Ja, ob ich nächstes Mal jetzt hier weitermache oder doch Schmiedehammer, weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache das immer so ein bisschen spontan, wie ich Lust habe. Ihr könnt ja mal sagen, was euch besser gefallen würde, ob ich hier das Projekt Motorrad erstmal durchziehen soll oder Schmiedehammer fertig bauen soll. Weil ich will ja gerne demnächst noch ein anderes Projekt anfangen, was auch ein bisschen größer wird. Ja. Kindheitstraum, ich werde mir versuchen, ein kleines Kettenfahrzeug zu bauen. Für
Feuerholz, da ich ja direkt bei uns hinterm Haus den Wald habe. Und ja, ich würde mir so ein kleines Kettenfahrzeug bauen, also was heißt klein, wird schon ein bisschen größer und dann halt mit einer Ladefläche, die ich eventuell auch zum Kippen mache, also dass das ein Kipper wird. Und das Ganze soll auch noch amphibientauglich sein, also quasi soll schwimmbar sein. Deswegen werde ich die Wanne halt, ja, also das wird auf jeden Fall sehr interessant, glaube ich. Ich habe schon ein bisschen geguckt, die meisten, die es gebaut haben, sind russische YouTuber. Aber ja, ich habe jetzt noch keinen Deutschen gefunden, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig mit der Erklärung, was die sagen. Mal schauen. Ja, ansonsten. Ja, wünsche ich euch einen schönen Tag und schaltet mal wieder ein. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen, war jetzt natürlich nicht so viel zu sehen heute. Achso, was ich noch sagen wollte, ja, ich hatte das jetzt ja schon auseinander und wenn man es auseinander baut, ist es immer gut, wenn man am besten überall die Schrauben wieder reinmacht, damit die nicht verloren gehen, man weiß, wo die hingehören. Also beim Rad, als ich das vorhin draußen hatte, hatte ich die Achse auch wieder reingesteckt. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr noch gute Videos sehen wollt mit so Motorradaufbau, Bopper, Shopper, Altes Blech, der YouTuber Altes Blech, der macht richtig, richtig gute Videos. Und hier mit Ostmotorräder, also DDR-Motorräderfahrzeuge, da gibt es noch den Zweiradgeber, Zweiradratgeber. Die machen auch ganz gute Videos und die Zweitaktbrigade, ja, die kann ich auf jeden Fall auch nochmal so als Kanäle empfehlen, wer sich für sowas interessiert. Ja, jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwas vergessen. Na ja, gut, ich hatte ja schon gesagt, schönen Abend und oder schönen Tag. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, ja, Schmiede werde ich auch nochmal ein bisschen was einblenden. Gut, bis dann.